Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit ja, mit dem Großstadtleben und Johnny und Toni. Und hier sind wir in unserem kleinen süßen Appartement. Ich finde es echt, ich finde es irgendwie so goldig. Ja, ich habe hier nicht sehr viel Platz und ich habe doch viel schöne Dinge hier drin. So, er soll die Schreibfähigkeit noch erreichen auf Level 4 und irgendwie noch eine Vorführung beurteilen, wobei ich dachte, wir hätten das schon getan. Ich würde jetzt mal mit unserer Vermieterin sie noch mal ein bisschen kennenlernen wollen und mich noch mal weiter ein bisschen einschleimen bei ihr. Witze über Marsmenschen, den Tag verschönern. Oh, sie ist kokett. Sie ist faul, na toll, das wollte ich hören. Von Lieblingsautor schwärmen, genau. Ich muss ihre Schreibfähigkeit nach Lieblingsautor fragen. Da erweitere ich ein bisschen meine Fähigkeiten damit. Oh, Treffpunkt empfehlen. Was ist das denn? Ja, ich kann ein Museum auch empfehlen. Das mache ich doch gerne. Wie viel weiß ich eigentlich schon über sie? Sie ist faul, ja, das war alles. Noch mehr weiß ich nicht. Über Mode, rumblödeln, nach Tag fragen. Können wir mal gucken. Warte mal. Ich möchte mal gerne nochmal dich näher kennenlernen. Oder nach der Karriere fragen. Guck mal, nach Karriere fragen. Das stand nämlich bei mir auch noch nicht dort. Quatsch doch mal weiter. Oh, ich glaube, da war irgendwas gerade nicht so toll. Ich weiß nicht was. Tiefgründige Unterhaltung. Oh, hat sie gerade noch was repariert? Oh, jetzt geht sie. Auf jeden Fall war irgendeine unbehagliche Begegnung. Hallo, Toni. Wo ist sie? Wo geht er denn jetzt hin? Keine Ahnung. Toni ist nach Hause gekommen. Sie hat tolle Arbeit geleistet, hoffe ich doch mal. ja, wir müssen hier noch ein bisschen weiterarbeiten. Bis morgen 14 Uhr. Ich will eine Beförderung. So, das heißt, warte mal. Wir müssen ja. Ach nee, wir haben. Ah, wir müssen nur noch ein Lied schreiben. Nee, Lied spielen. Guck mal, wir können hier. Traditionell. Oh, was haben wir denn eigentlich? Sternenklare Nacht. Blues. Geschrieben. Das neueste Lied. Jazz, klassisch. Ach Gott, ich kann so viel echt machen. Das finde ich cool. Naja, gut. Ich will aber noch mal eins schreiben. Und zwar ein klassisches Stück. Wo ist sie denn jetzt hin? Irgendwie sagt, geht ihr nach unten oder was? Wo ist denn Johnny hin? Oh, was machst du? Geküsst bekommen? Wie bitte was? Wo seid ihr? Hallo? Johnny? Warum knutschst du da die Vermieterin? Ich habe zwar gesagt einschleimen, aber nicht knutschen. Wo zur Hölle ist er? Ich weiß es gerade echt nicht. Er ist irgendwo im Haus, vermute ich mal. So, ich guck mal ganz kurz nach unten. Ob wir vielleicht mal wieder hier hingehen sollten. Aber da ist immer noch dieses blöde, komische Tee-Dings da. Das gefällt mir nicht. Was ist das? Oh. Guck mal, das können wir mal verkaufen. Dann kriegt man ein bisschen Kohle. Und hier? Das ist noch nicht fertig. Das hat keiner fertig gemalt. Ach, wir gehen mal wieder so eine runde Poster nehmen. Sieht alles gut aus. Hier ruf mich nicht wieder unnötig an. Wie bitte? Wie bitte was? Zuerst knutscht sie uns und dann ruf mich nicht wieder an. Sie ist schon echt hart drauf, ey. Ich bin schon froh, dass wir das Keyboard, dass wir das hier reinstellen können. Bummel durch das Fashion-Viertel haben wir jetzt bekommen. Bin mal gespannt. Warte mal. Habe ich das schon? Ja. Wenn es das ist, ja. Das haben wir hier oben schon. Dann können wir das direkt mal verkaufen. So, Johnny. Meine Güte, ich muss. Achso, nochmal eins.
Ein seltenes Pfannkuchen. Die Pfannkuchenlüge. Ach, wie süß. Aber die haben wir auch schon hier hängen. Die Pfannkuchenlüge von Angsty. 200. Naja, ist doch gut. Hier mit Penny plaudern. Ich muss immer an The Big Bang denken, wenn ich hier, wenn ich diese Penny hier sehe. Ich weiß auch nicht. Ist auch eine Nachbarin hier. Na gut, nein! Hier ist die Maus. Das rotte ich mal selbst aus. Ich lasse das mal mit dem Vermieter. Dann, das lege ich mal nochmal direkt weg. An Protestlerspenden und das Romantikfestival weiß ich nicht, wann es ist. Ich gehe mal noch ein bisschen schreiben üben. Oder eine Kolumne schreiben vielleicht direkt. Ach, guck mal, da liegt auch noch eins rum. Kann ich das nicht auch mitmachen? Ja. Wie jetzt? Erst ausrotten und dann sich fragen, was ist das? Okay, aber er hat es, glaube ich, gemacht. Genau, das hat er geschafft. Zum Glück. Die Maus ist weg. So, Level 4. Oh, das haben wir aber direkt geschafft. Das ist gut. Aber das hier ist irgendwie noch, wo ich jetzt ganz unsicher bin. Übrigens haben wir noch, ich weiß gar nicht, haben wir jemals schon ein Techtelmechtel gehabt? Das fiel mir gerade so ein. ich glaube noch nicht. Wir haben aber noch was zu tun. 30% gerade mal, meine Güte. Okay, wisst ihr was? Wie viel haben wir denn noch? 4 Grillkäse, die 3 Tage reichen. Wir könnten aber mal was anderes machen. Hähnchenburrito. Was haben wir denn noch? Goi Guan. Machen wir doch mal was Neues. Geh mal kochen. Müssen wir ein bisschen andere Sachen hier machen. Du musst aufs Klo? Nö. Das sah jetzt gerade so ein bisschen aus. Mit dem hübschen Kleid geht sie kochen. Finde ich ja irgendwie goldig. Pandola. Was? Das sah aus irgendwie gerade wie... Weiß ich nicht. Und was machst du? Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es echt nicht. Naja, gut. So, was kann ich denn mit dir noch machen? Wartet mal. Ich gehe mal Liebesmail schreiben. Schreiben über Liebesmail schreiben. Oh, ich kann verschiedenen Leuten wirklich eine Liebesmail schreiben. Oh, jetzt muss ich mal meine Huandi. Aha, Bella und Nina stehen auch immer noch dran. Komm, schreib mal der Bella eine Liebesmail. So ganz heimlich hinten dran. Während unsere Toni kocht. Das ist auch noch Schreiben üben anscheinend. Das ist auch super. Weil er auch noch den Balken hat. So. Essen gibt's. Johnny, hast du Hunger? Nö, nicht wirklich. Dann machen wir das in den Kühlschrank. Und lassen Toni jetzt erstmal essen. So, kommt. Erst geh mal essen. Es ist schon mitten in der Nacht. Wir müssten eigentlich jetzt langsam mal schlafen gehen oder so. So, und dann würde ich nämlich wirklich gerne mal ein Techtelmechtel haben wollen. Aber nur Techteln. Wir haben hier nämlich gar keinen Platz für eine Kinderwiege oder so. Aber das ist für mich bei den beiden momentan auch überhaupt gar nicht im Plan. Ja, das ist momentan wirklich nicht im Plan für mich. Da müssten sie ein größeres Appartement irgendwie auch haben wollen. Sie geht ihrer Karriere nach. Er auch. Und zwischendurch mal ein Techtelmechtel. Da freuen wir uns. Marlene. Und es gefällt. Und das ist die Hauptsache. So,
Kann ich mal gerade gucken, das ist ein bisschen die langweilige Innenseite. Marlene! Juhu, halt, jetzt, Johnny, du stehst, warte doch, was ist denn jetzt hier los? Es ist irgendwas gerade verbuggt hier, seht ihr das? Er steht nebendran, ich kann überhaupt nichts gerade machen. So, jetzt haben wir 3 Uhr, aber trotzdem. Ich gehe mal gerade. So. Manchmal wirkt's. Ja. So, du kannst nochmal auf die Toilette gehen, wie ein Champion pieseln. Und ich guck mal eigentlich, was für Fähigkeiten haben wir denn bei dir so. Comedy. Mhm. Wir haben aber gar kein Mikrofon mehr hier. Das hatten wir wegen seiner anderen Karriere eigentlich gehabt. Comedy-Auftritte und die Möglichkeit, Comedy-Auftritte am Mikrofon zu improvisieren. Fitness haben wir auch noch nicht weiter. Malen, das hatten wir irgendwie, ich weiß nicht, das müssten wir anscheinend wegen unserer Karriere. Wir sind ja Kunstkritiker und da wäre es ganz gut, auch malen zu können wahrscheinlich. Aber ich gehe mal noch ein bisschen mit ihm schreiben. Hier, mach mal die Kolumne wieder. Toni darf jetzt erstmal ausschlafen. Oder zumindest eine ganze Weile noch schlafen. Er ist jetzt kokett. Hast die romantische Komödie noch zu Ende geguckt, die du vorhin angefangen hast? Naja, dafür hat es ein Techtelmechtel, war auch schön. Warum bist du jetzt verspielt? Was macht er alles am Computer? Ich weiß es nicht. Und geh mal auf die Toilette. Jetzt muss ich aber auch nochmal ein, was gerade gucken. Achso, nee, wartet. Kochen. Ob du noch ein paar andere Sachen hättest, was wir machen können? Paimpuri können wir. Guck mal, da habe ich das Chili-Pulver, das ich in meinem Inventar habe. Deswegen wollte ich nämlich mal gerade gucken. So. Wie ist das eigentlich, wenn ich diese Sachen nicht habe? Kann ich doch das Gericht trotzdem machen? Kostet es mir dann wahrscheinlich mehr? Ich denke, darum geht es wahrscheinlich, oder? So, ich gucke nochmal nach unten. Oh, was ist denn hier los? Was ist hier los? Oh nein. Ich kann hier wieder Sachen kaufen. Spielsachen, eine Voodoo-Puppe. Und, was ist das? Zukunftswürfel. Penny, bist du das? Handeln. Ich gehe mal runter zu Penny und handel. Ich weiß es nicht. Das sind, glaube ich, alles so ziemlich Sachen, die ich schon habe, oder? Ich muss gestehen, ich... Ja. Ach, das ist doch Morgan. Fires. Ja, natürlich. Also das ist Elmira Klump, unser Dr. F. DJ Candy, Buddy, Jazz McFreely und Zombie Karl. Und ich gehe mal nochmal ganz kurz hoch. Gehen wir mal gucken, ob ich die alle habe. Ich weiß es nämlich nicht. Die hier, den hier, den... Und den und den. Das war der Zombie Karl. Ich glaube, das waren's, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Bist du verrückt bei diesem Preis, Wuss? Oh, ich bin beschämt. Schlechter Handel. Irgendwann habe ich den hier. Jack Jazz McFreely. Okay, ich gucke nochmal kurz gucken. Aber egal. Jazz McFreely? Ich glaube, der ist nicht dabei. Doch, da ist er. Okay, alles klar. Aber ich möchte diesen komischen Zukunftswürfel gerne haben. Ich denke mal bei 6000. Wer ist denn das? Lukas Munch. Ich würde den gerne kaufen.
Guck mal, da kann man sogar Hausaufgaben kaufen und einen Tonklumpen. Was wird das? 150 für einen Tonklumpen. So. Ich weiß nämlich... Was? Nein, ich wollte den Tonklumpen nicht kaufen, Scheibengleister. Also dumm gemacht jetzt, Mensch. Na gut. So, was kann ich denn damit machen? Nach kreativen Ideen fragen. Deine Muse ist spurlos verschwunden. Oh nein. Ich hoffe, ich kann den dann behalten. Ja. So. Nach Geheimnissen des Universums fragen. Die Geheimnisse des Universums sollten im Verborgenen bleiben. Nein. Ist irgendwie nicht so eine gute Prognose hier. So, müssen wir eigentlich heute arbeiten gehen? Nein, wir haben frei. Donnerstags ist frei. Dann würde ich sagen, darfst du noch ein realistisches, großes Gemälde heute malen? Du bist jetzt gerade ein bisschen beschämt. Macht nichts. Mach mal einfach hier weiter. Und ich gehe mal zu Toni hoch. Toni muss mal gleich auf die Toilette. Genau. Toni, einmal aufstehen, verwenden und erfrischende Dusche. Und dann gucke ich mal, ob wir was verbessern können. Nö, ist nichts dran. Also wir haben nichts zum Verbessern. So, morgendliche Dusche um kurz vor 8 oder nach 8 beziehungsweise. Dann gehen wir nochmal was essen. Wir müssen noch den Grillkäse aufessen. Grillkäse zum Frühstück und danach setzen wir das klassische Dings hier fort. Upsala. Ich sag mal einfach, eigentlich so viel haben wir momentan gar nicht mit ihr los oder zu tun oder also vor. Du hättest schon noch essen können. Geh mal essen. Ich weiß nicht, warum sie das nicht mag. Was macht er denn jetzt? Tonklumpenform. Ach du Schande. Na gut. Wo bist du denn? Ah, wir haben das fertig gemalt. Ach, wie schön. Was macht denn der aus dem Tonklumpen? Ich finde es auch echt interessant, dass wir jetzt diesen komischen Zukunftswürfel haben. So, das verkaufen wir. Du könntest dir übrigens mal was anziehen. Outfits ändern. Ja, das passt doch ganz gut. Und was habe ich jetzt hier gelesen? Stadtführer über Künstlerviertel lesen. Und hier mit dir quatsche ich dann noch ein bisschen hier. Warte mal. Vom Musiker bis zum Maler fühlen sich im freigeistigen Künstlerviertel alle wie zu Hause. Genieße die entspannte Atmosphäre, indem du an der Staffelei malst oder einem Straßenkünstler zusiehst. Ja, wunderbar. Hier gibt's was zu essen? Nee, der geht weg. Och Mann. Hat Mittagspause oder was? 10 Uhr und die Dinger sind zu. Keiner hier auch. Aber Schneekugel, Poster, das machen wir natürlich nicht noch, ganz klar. Hier drüben ist auch immer... Ah, guck mal. Ups. Die gehen alle nach Hause oder was macht ihr? Das ist doch auch die gewesen von meinem Obststand. Ah, jetzt ist wieder was offen. Habe ich Hunger? Hm, so langsam. Achso, okay. Er macht erstmal so das ein oder andere. Und ich gehe mal zu unserer Toni hoch, die telefoniert. Mit wem telefonierst du gerade? Sieht man das eigentlich hier? Nö, nicht wirklich, oder? Keine Ahnung. So, du musst hier weitermachen. So, dann gehe ich nochmal zu Johnny runter. Der quatscht immer noch mit ihm. Janib Schrafe. Babos Spillerf.
So, ich glaube, an dieser Stelle sage ich aber erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann in einer nächsten Runde wieder. Lass es dir gut gehen, lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naida. Ciao, ciao.